Hallo zusammen, heute nehme ich euch mal wieder mit in meine Küche oder in unsere Küche. Und zwar möchte ich was ganz Spezielles backen, nämlich das Artisanbrot. Das Artisanbrot ist dieses berühmte Brot, wovon alle so schwärmen, die mal mit TUI Cruises unterwegs waren. Ja, und wir waren ja jetzt im September auch auf der Mein Schiff 6 und haben da dieses Brot probiert und fanden das super lecker. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob ich das jetzt auch so einigermaßen so hinbekomme, wie das bei TUI der Fall ist. Wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall ein Rezept, was ein bisschen mehr Zeitaufwand benötigt, allerdings dafür sehr wenig Zutaten und es ist recht simpel zu machen. Von daher schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Und jetzt geht's ab in die Küche. Ja, als erstes habe ich hier Weizenmehl und zwar Typ 505. Das wäre wohl ganz wichtig, dass das eben genau dieses 505er ist. So, dazu 225 Gramm ganz normales Weizenmehl, allerdings die Vollkornvariante soll es sein. So, 18 Gramm Salz kommt noch mit zu. Dann 1,7 Gramm Hefe. Ich habe jetzt diese Trockenhefe und das ist so circa ein Teelöffel, würde man da sagen. So, jetzt werden die ganzen trockenen Zutaten erst einmal vermischt. Na, sitzt noch nicht richtig fest. So. Und dann kommen 665 Milliliter lauwarmes Wasser dazu. Und jetzt braucht ihr ein bisschen Zeit, denn das Ganze soll jetzt 15 Minuten durchgeknetet werden. So, eine Viertelstunde ist rum, die Maschine hat ihren Dienst getan und jetzt muss der Teig erstmal einfach nur eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen. Dazu nehmen wir dann auch noch mal eben ein Handtuch, dass das Ganze dann so, na, runter, so. Geben das Handtuch drüber und jetzt darf er erstmal eine Stunde sich ausruhen. So, die erste Stunde ist rum und gucken wir mal, ob sich da groß was getan hat. Das Ganze ist sehr klebrig, das habe ich wohl schon mitbekommen, als ich das angeguckt habe. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen Mehl auf die Hände. Und dann kneten wir den jetzt einfach mal einmal nochmal durch. Und danach muss der dann gleich nochmal eine Stunde stehen und dann wird das Ganze wiederholt. Ja, und die Schüssel, die geht gleich mit dem Teig. Also wie gesagt, das ist eine sehr klebrige Angelegenheit, aber das scheint wohl normal zu sein. Also das sieht dementsprechend gut aus, dass das schon seine Richtigkeit hat. Erstmal die Hände waschen, dann kommt das Tuch wieder drüber und dann warten wir eine weitere Stunde. So, die nächste Stunde ist um. Ja, irgendwie sieht es ganz gut aus. Hier kommen schon so Bläschen und jetzt wird er noch mal wieder kurz durchgeknetet. Immer noch etwas klebrig, aber wie schon gesagt, das ist ganz normal. Auf jeden Fall schön fluffig. Ja, und dann kommt der Teig gleich in den Kühlschrank. Da bleibt er dann 12 bis 14 Stunden und dann wird er weiterverarbeitet. So, etwas mehr als 13 Stunden, also fast 14 Stunden, zwischen 12 und 14 soll er ja ruhen, hat unser Teig jetzt geruht und der sieht doch auch schon ganz gut aus. So, als nächstes muss wieder eine neue Schüssel her und ein sauberes Handtuch. Die Schüssel wird dann quasi ausgelegt und da soll dann ein bisschen Mehl rein. Verteilen. So, und in diese Schüssel muss der Teig jetzt umgefüllt werden und dann heißt es wieder mal warten, denn dann muss er eine Stunde lang wieder gehen. Diesmal soll er an einem warmen Ort
ruhen quasi. Und das mache ich dann gleich im Wohnzimmer. Da ist es schon ein bisschen wärmer jetzt. Da habe ich den Kamin heute Morgen schon angestellt. Ja, und da haben wir, denke ich, eine schöne, etwas wärmere Temperatur. Und in der Zeit muss dann der Backofen eigentlich mit einem Pizzastein auf 260 Grad vorgeheizt werden. Nun habe ich sowas gar nicht, einen Pizzastein, muss ich gestehen. Ich werde einfach ein Backblech entsprechend mit Backpapier ausgelegt mit vorheizen und das Brot dann nachher oder den Teig dann nachher da drauf stürzen. Und dann hoffe ich einfach, dass das auch geht, wenn man keinen Pizzastein hat. So, die Stunde ist um und dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir den Teig auch auf das Backblech bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das so geht. Ja, das ging noch besser als gedacht. Da das Blech jetzt heiß ist, erstmal wieder unsere Handschuhe und dann kommt der Teig in den Ofen. Das Ganze jetzt noch 30 Minuten bei den 260 Grad und dann runterschalten auf 210 Grad und das ganze Brot dann nochmal 40 Minuten backen lassen. Dann wollen wir mal schauen, ob das was wird. Ja, wie ihr gesehen habt, ist da doch leider ein großes Missgeschick passiert. Ich habe ja Backpapier genommen, habe das auch sonst schon für andere Brote genommen oder so, oder für Kekse. Klar, das ist mal ein bisschen dunkler geworden. Das Backpapier hat man vielleicht vorhin auch so gesehen. Aber da ist noch nie groß was passiert, sondern das ging dann alles ganz gut ab und gut war es. Also habe ich mir jetzt auch keine großen Gedanken gemacht. Ja, das war wohl ein Fehler, denn wahrscheinlich dieses längere dann wirklich im Ofen bleiben hat dazu geführt, dass ich eben, wie ihr gesehen habt, unten alle was abgesetzt hat. Ja, das Problem ist jetzt halt wirklich, das wieder abzukriegen. Ich habe schon einiges von der Rückseite abschaben können, weil sich da teilweise wirklich das Papier so richtig in den Teig dann eingebrannt hat und das nicht einfach so runtergeht. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, weil ansonsten sieht es ganz gut aus. Es fühlt sich auch eigentlich schön an. Man hört, es knackt auch so schön. Ja, im Notfalle werden wir dann jetzt wohl irgendwie sehen, dass wir dann unten diese, oder dass ich dann unten, ja, sag ich mal, das Brot so quer so gesehen, also einmal unten dran lang schneide, dass so ein bisschen was von der unteren Kruste wegkommt. Ist natürlich schade drum, aber jetzt das ganze Brot wegschmeißen, weil die Unterseite jetzt leider, ja, mit verkokeltem Backpapier verhunzt ist, will ich jetzt auch nicht, denn das ist ja viel zu schade drum. Ne? Und wenn man das dann wegschneidet, gut, es ist natürlich alle nicht mehr ganz so schön anzusehen, wenn man es dann als Scheibe schneidet, aber und hat dann natürlich da auch den schönen knusprigen Rand von der Unterseite nicht mehr. Ja, was jetzt passiert, beim nächsten Mal bin ich bei diesem Brot auf jeden Fall schon mal schlauer. Und wie es dann schmeckt, das verrate ich euch dann natürlich auch noch. Ja, also ihr seht, das Brot sieht doch noch besser aus, als ich anfangs befürchtet habe, als ich das Desaster gesehen habe. Mein Mann hat dann unten wirklich das ganz, ganz fein abgeschnitten, sodass auch der untere Boden wirklich nur die Schicht, wo das so ein bisschen eingebrannt war, weg war. Ja, und dann haben wir es aufgeschnitten und haben festgestellt, sieht wirklich auch von innen total super aus. Ja, und dann kam natürlich der Geschmackstest. Da haben wir uns dann gleich abends die erste Scheibe damit mal eben zum Probieren gegönnt. Wie ihr seht, schön mit magerem Schinken belegt. Und ich muss sagen, also das kam wirklich dem Brot auf der Mein Schiff 6 schon wirklich sehr nahe. Hätte ich gar nicht gedacht. So ist ja immer was anderes, wenn man das nachbackt. Und wie gesagt, das Desaster selber dann ja erst recht. Aber es hat sich gelohnt. Ich kann es jedem empfehlen. Ein recht schnelles Brot, wenn man diese Wartezeit mal außen vor lässt. Ja, und von daher, das wird sicher nochmal bei uns geben.